in eine neue Folge. Ja, ich habe jetzt mal gleich ganz zu Anfang mal das Logbuch aufgemacht. In der letzten Folge haben wir nämlich Alligator Jack ein paar Alligatoren für ihn genutzt und wir haben einen Ring der Steinhaut bekommen. Na toll. Ich brauche das Inventar nicht aufmachen, denn das gibt ja nur 5 Schutz. Das heißt also, wir gucken noch mal, wo der... Nicht wegrutschen! Wo der Alligatoren Jack jetzt wieder hingegangen ist, weil ich habe nämlich vergessen... der ist bestimmt wieder hier oben, ihn nochmal nachzufragen, weil das heißt ja, es soll ja ein Versteck geben. Ah, da läuft er wieder, da läuft er. Los. Warte mal. Hä? Er sagt nichts mehr. Warum sagt er nichts mehr? Wo könnte das wohl sein? Wahrscheinlich muss ich wieder selber suchen, wa? Tja, wo könnte das Versteck wohl sein, wenn wir hier unten sind? Okay, wenn wir da unten schon waren und gleich sind, dann habe ich was übersehen. Vielleicht muss ich nochmal... Nee, da war ja nichts. Das war doch das mit dem... Hä? Hier bin ich ja her. Also ich bin noch in der Höhle rausgekommen. Aha. Muss ich hier nochmal runtertauchen oder was? Nee, muss ich nicht. Sorry, ich muss mal eben überspringen, um mich mal neu zu orientieren. Jetzt stehe ich hier wieder vor dieser Höhle, wo ich vorher gegangen bin. Und auf die Alligatoren getroffen war, meine ich, irgendwie, oder? Ach ja, das war das mit dem Stunt. Gibt's hier eigentlich noch was? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, Roland, komm. Nö. Also, nochmal speichern. Gibt's denn nochmal einen Stunt-Modus? Aua. Aua. Exploit Malus? Was ist das? Exploit Malus. Könnt ihr mir bitte, bitte beschreiben, was das heißt? Exploit Malus. Okay. Was bedeutet Exploit Malus? Exploiten ist doch für mich irgendwas zerstören. Ja, zerstören nicht. Ich komme jetzt gerade nicht auf die deutsche Übersetzung. Exploit. Oder irgendwas irritieren. Exploiten, exploiten. Ach, mein Gott, ich kenne das nur aus der Hacker-Szene. Aha, also doch. Da werden sie noch mal respaffend. Scheiße. Oh, ho, 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 ho. Das sind ja auch diese fetten Alligatoren, so wie es aussieht. Mist. Es gibt immer noch einige Wege und Geschichten. Also ich bin hier aufgetaucht, diesmal auf der rechten Seite. Versuche mal irgendwie hier zu finden, ob ich hier irgendwie anlanden kann. Also, Boden unter den Füßen bekomme. Hallo? Okay. Was das jetzt allerdings war, weiß ich nicht. Ein Fehler. Bin irgendwie durch ein Mesh gefallen oder so. Das kann passieren. So, und dann haben wir hier unseren Alligator. Der erste, der kommt. Guck mal ums Eck. Nee. Ganz vorsichtig. Okay. Okay, bleibt er im Drohmodus? Nee, da bin ich zu weit weg. So, jetzt. Und auf diesem Wege werde ich sie dann wohl mal killen können. So. Wo bist du denn? Ah, die hauen da ab. Da sind immer ganz schön viele hier. Okay, die sind alle in der Ecke da hinten. Okay. Bleibt bitte da, hinter dem Felsen. Da kann ich euch nämlich... Oh, heiliger, nee, hungriger. Hungriger, noch einen hungrigen. Also ich schätze mal, dass ich das auf diese Art und Weise hinkriege. Speichern. Und vielleicht kann ich ja noch eine Kohlekomprette essen, nicht? Also hier schwarzes Erz vielleicht. Ein bisschen...
besser. Sind die denn auch langsamer dadurch? Ja. Stufe gestiegen. Ah, erstmal sicherheitshalber mal. Ah ja, die sind immer noch lang. Ne, ist er jetzt langsam oder? Na komm, dann machen wir dich auch um die Ecke. Das wäre doch gelacht, würden wir das nicht schaffen. Wo ist er denn? Da hinten hängen so welche. Aha, los komm. Ah, so ist das. Gut. Darf ich bloß nicht zu tief ins Wasser gehen, sonst knabbert er mich ganz weg. Oh. Ja. Oh, das ist geschafft. Nochmal einen Schnellmodus essen. Und auf zum nächsten. Der da irgendwo noch hängen müsste. Hä? Wo ist denn der? War doch noch einer. Nicht zu plündern. Ach, da hinten. Da schwimmt eine rum. Wo willst du denn hin? Da sind zwei, ja, okay. Kommt ihr da nicht mehr raus, ihr Armen? Ach, die kommen da nicht mehr raus, die Armen. Ach, Jechen. Müssen wir dich halt eben mal... Da ist noch einer gekommen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ja, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Die anderen sind hinten noch im Tümpel versteckt. Während du da versuchst, da... Nee, krieg ich ne nicht. Das ist doch dull. Mein Gott, ich will dir doch nur die Kehle aufschlitzen. Das gibt's doch nicht. Jetzt könnte es nicht klappen. Mist. Das hätte so gut laufen können. So, nach dem Neuladen haben die sich jetzt neu positioniert oder was? Erstmal gucken, ob wirklich hier einer da war. Ah, da du bist. Mal zurück. Los. Okay. So, das war eben Happer Happer für den Papa. Da hinten sind welche. Mal gucken. Jetzt dürfte ich nicht mehr gestört werden. Na also, das läuft. Das mal eben überspringen. Ja, der erste dürfte jetzt eigentlich ganz kaputt sein. Da ist er auch. Wo sind meine Erfahrungspunkte bitte schön geblieben? Verstehe ich nicht. Na? Hä? Okay, das Versteck der Alligatoren. Die Quest habe ich erledigt, oder was? Oder wieder was? Aber wo ist denn der andere hin? Ist der irgendwie runtergegangen oder so? Na, zu tauchen hat mir der Arzt verboten. Oh, jetzt wird alles wieder blau bleiben. Okay. Das war doch der von eben. Sorry, da kann ich jetzt nicht für. Komme ich überhaupt hier raus? Auch sowas Beklopptes. Vielleicht nochmal kurz untertauchen. Aha, mhm, so, so. Hier ist es noch höhliger geworden. Also hier nochmal raus. Also das Versteck der Alligatoren. Es könnte sein, dass der letzte doch tatsächlich... Nein, das ist jetzt bitteschön nicht. Nee, doch, das ist... Das ist der große See. Oh, nee. Ja, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen zu dieser Exploit-Falte hier. Spalte, meine ich. Und mal gucken, gibt es vielleicht noch was? Noch ein Stunt-Bonus. Okay, coole Sache das. So, wir müssen wieder runtertauchen. Bis wir hier wieder an der Stelle sind, wo wir... Ja, hier die letzten Alligatoren gekillt haben. Ja, das habe ich jetzt also geschafft... Grunde genommen bringt das eigentlich gar nichts. Ich dachte, ich hätte hier noch was zu finden.
Aber schauen wir erstmal ins Logbuch. Da gab es doch noch was. Versteckte Alligatoren. Ich habe das Alligatorenversteck gefunden und alle Viecher getötet, die in der Höhle zu finden waren. Jetzt dürfte das Piratenlager sicher vor ihnen sein. Mal sehen, was Alligator Jack hierzu sagt. Und da werde ich dann auch ganz gepflegt rüberschwenken. Und im Rennmodus wild mit der Fackel umherwirbele, um mich zu trocknen. Und meine Klamotten auch. Mein Gott, ist das noch dunkel. Und mal eben, komm her, bleib da. Nee, ich werde mal ins Bett gehen. Nacht mal drüber schlafen, nach wie, was wir alles so erlebt haben. So, Dille. Die Fackel wird wieder da sein. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das war ja lustig. Das war eine angebrannte Fackel, keine nagelneue. Aber es war eine angefangene und die habe ich wieder zurück zu den nagelneuen getan. Also, alles klärchen. Ja, wo ist denn jetzt unser Alligator-Check? Der war doch hier unten am Stehen. Gut, es gibt wieder Musik. Also, wo ist denn Alligator Jack? Vielleicht liegt er da in seinem Unterstand und pennt. Nee, er ist da am Feuerchen da. Nee, was macht er denn da? Ach, er brät Fleisch in der Pfanne. Hm, guten Hunger. So, das wäre erledigt. Ich muss zugeben, dass ich dich falsch eingeschätzt habe. Du bist ein mutiger Bursche. Ah, das imponiert mir. Jo, Alligator Jack. Ne? Gibt's noch was? Und was gibt's sonst? Ich muss zugeben, dass ich dich falsch eingeschätzt. Okay. Mal abspeichern. Ja, dank der Fangheuschrecken hätte ich beinahe gesagt. Nee, dank der Dunkelpilze habe ich gerade beim Essen wieder, na, wie soll ich sagen, 5 Mana gekriegt. Und bitte verzeiht mir, dass ich eben einen Schnittfehler gemacht habe, beziehungsweise ich habe die Pause-Taste, glaube ich, nicht gedrückt gehabt vorhin oder wieder... Naja, das kann passieren. Also ich hoffe, dass ihr trotzdem noch Anschluss findet. Was ist denn hier wieder los? Oh. Das ist wieder... Das sieht so wüstentechnisch aus. Sorry, ich bin hier nicht in der Wüste. Warrant ist das ja hier auf gar keinen Fall. Dafür hat es hier... Was gibt es denn hier für ein lustiges Getier? Sieht mir nach Riesenratten aus, mehr nicht, oder was, oder wie? Na, du bleibst mal hängen. Was für ein Zeug? Ne, was für ein Zeug? Wie hieß die Ratte? Das war keine Riesenratte, sondern eine... Canyon-Ratte. Also, wir befinden uns an einem Canyon, liebe Leute. Canyon. Okay, das war klar, dass es hier im Gewässer oder am Gewässer ein Sumpfkraut gibt. Ein Hacker und schon ist er Kacker. Okay, hier gibt es Kakteen. Kakteen. Da kackt der Tee hier, du. Ich fass es nicht. Schön gemacht. Also, hallo. Wie geil ist das hier bitte sehr? Da bin ich sprachlos. Jetzt sind wir tatsächlich in so einem, ja, in einem Canyon. Ich wollte doch noch wo was machen. Jetzt gibt's wieder andere Geschichten hier, die mich wieder neugierig machen. Ich wollte doch... Also das ist ja eine Riesenwelt, Leute. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich hier wieder ganz schnell zurückkomme, nachdem ich mal noch ein paar Sachen geholt an einer anderen Stelle, nachdem ich ein paar Sachen an einer anderen Stelle geholt habe, die ich vergessen habe. Kakteen. Gucken, was gibt's? Hier kann man sogar tauchen. Im Sumpf. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich krieg den Kohlnetfett. Sumpfen, Krauten. Okay, also. Aha. Was ist denn hier los? Stopp mal, da ist ein Portal. Hier ist ein Sockel. Womit denn? Aha, verstehe. Nämlich gar nichts. Ich glaube, ich muss bestimmt eine Statue da hinstellen oder irgendein Artefakt. So, kann man hier nochmal irgendwas gucken? Nein, hier gibt es nichts. Nee, ne? Das heißt also, hier gibt es ein... ich soll vorher abspeichern. Bitte, bitte. Nee, das ist ganz eng. Da muss ich rein. Da muss ich rein. Da muss ich rein. Passiert hier nichts.
Okay. Aha. Ich brauche ein Artefakt, um das Ding hier zu aktivieren. So meine logische Schlussfolgerung. Und das wird auch so sein. Garantiert. Tolle Nummer. Mhm. Ich bin bedreidruckt. Nee, bezweidruckt. Beeindruckt bin ich. Meine Herren, nee. Das wird ja noch komplizierter, als ich es nicht schon vorher gedacht habe. Okay. Dann, glaube ich, gab es in dieser Richtung noch was. Ja. Das ist nicht zu fassen. Moment mal, ist hier noch was? Ich lasse mich immer so schnell irritieren. Na, bück dich doch mal, Junge. Denn hier haben wir ja wieder... Genau, da hinten ist die abgebrochene Burg. Oder dieser Zacken da, dieser... Na... Na, dieser Turm da, dieser kaputte. Da ist ein Bett drin. Und gehen wir mal den Weg entlang. Dunkelpilz, das ist mal gut. Speichern vorher. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Okay, das war der große offene See, weil hier gibt es nämlich auch wieder ein Riesenplateau. Und wenn ich eine Karte einschalte, ich werde garantiert nichts sehen. Natürlich nicht, weil ich ja hier völlig neu und anders bin. Oh. Gucken. Sollte ich mal wieder meine lange Waffe ziehen? Nee, ich bin doch hier wieder... Oh, hier geht's nicht weiter. Hier sind wir wieder an einer Baumsäge. Oh, ich bin so dull. Na, doch, ich muss hier weiter. Natürlich, also doch nicht. Ich nehme meine Dulligkeit mal zurück. Ich wusste noch, irgendein Bereich muss ich doch noch hier scouten. Und zwar hier war da noch was. Vielleicht gibt es ja hier irgendwie irgendwelche Artefakte zu finden, die ich auf den Sockel stellen kann, damit ich weiß, wo ich nachher am Ende rauskomme. Wäre doch mal eine gute Sache, oder? Da viele... Oh, nicht zwei. Einer reicht. Okay. Müssen speichern. Ja, ich habe ja auch Zuschauer, die wissen, wo es lang geht. Das finde ich auch gut so. Und die wissen, was auch jetzt kommt. Wenn ich jetzt nämlich gleich die beiden hier... Schön, also das passt von der Atmo her. Erledigt habe. Also das passt von der Atmo her, was die zirpenden Grillen angeht. So, Heilpflanze. Jetzt wird es nämlich echt übel. Vielleicht liegen ja hier irgendwelche Artefakte rum. Für den Sockel. Ah, ein goldener Ring, ein Feuerpfeil, noch ein goldener Ring. Ein Entermesser. Mhm. Ein Skelett, war noch was? Nö. Ach ja, das Irrlicht hätte ich mal wieder einschalten können, aber wie schon gesagt, das ist eher hinderlich für Nahkämpfe. Geht's hier weiter? Oh! Bobo. Na. Dann nehmen wir erstmal hier sicherheitshalber mal Abstand und futtern und speichern mal. Gucken nur, was es hier noch so alles gibt. So. Ah, hier gibt's noch was. Also hier, wo die Anhöhe ist. Ah, siehst du? Ich wusste es doch. Irgendwas ist. Ich schätze mal, dass in der Höhle was ist. Ich weiß es nicht. Ich sehe das, betrete das ja auch alles zum ersten Mal hier. Oh. Und mach mal hier was mit. Ich weiß, ihr seid alarmiert. Roland zieht seinen Degen. Nee, das ist ja jetzt eine Katana. Völlig vergessen. Ach, da kommt noch einer an. Ja, von hier aus. Deinem Leben ist es jetzt auch. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Ein Häuptling. Das ging ja fix. Rostliche Schwätsche. Noch eins. Okay. Ach, hier gibt es noch ein paar Heilpflänzchen. Ein paar habe ich gesagt. Nicht nur ein. Ja. Dann gucken wir mal, was es hier weiter gibt, nachdem ich gespeichert habe.
Also ich sehe Pilze. Ich sehe noch einen weiteren Durchgang. Und es gibt wieder Butlerfleisch. Pilze. Na, die haben sich sehr gemütlich gemacht. Auf Wolfsfällen haben die gepennt, die Gombos. Dann eine Mana-Essenz. Schinken. Wacholder. Statue. Nein, keine Statue. Ich denke mal, dass es eine Statue sein wird. Also ich habe bis jetzt ganz wenig und selten... Okay, ist eine Textur. Mal die Komplettlösung aufmachen müssen. Nur halt eben, wo ich wirklich dann nicht weiß, wo das, wie das zu lösen ist. So, was haben wir denn hier? Ja, war klar. War totenklar hier. Na, hoffentlich ist das nur einer. Ja. Na, komm mal ums Eck hier. Na? 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 Was bist du denn hier für ein Schinkenspicker, du? Boah, das wird knallhart. Mann, mach dich doch fertig. Lass dich doch von mir fertig machen. Danke. Boah, Alter. Was ist denn hier los? Wir haben einen Schattenläufer mit sämtlichen ausweitbarem Equipment. Dann haben wir hier ein rotes Kreuz. Dann haben wir hier einen Dunkelpilz. Wir haben Truhen. Oh, meine Fressinger. Fressinger, alles klar. Das machen wir, nachdem wir alles hier erstmal lecker aufgesammelt haben. Und mich mal, sonst saue ich hier alles zu, ein bisschen was gegessen habe. Ja, dann gehen wir zuerst mal an die Truhen dran. Mhm. Okay. Aha, ich muss mir... Ach so, von der Geschichte kann man es auch machen. Okay. Okay. Nein. Jawohl. Was haben wir denn da? Wir haben einen Gletscherquarz. Gold und Fisch. Sehr erquickend. Sehr erquickend. Okay, oh, da liegt ein Bogen. Was denn für einen langen Bogen? Den kann ich aber noch nicht anlegen, soweit ich das eben schon gecheckt habe. Dann machen wir uns mal an die nächste Truhe ran. Okay. Okay. Shit. Oha. Jawohl. Und was haben wir da? 138 Gold. Also, falls ihr euch gewundert habt, was im Hintergrund so geraschelt hat, ich habe, während ich die Truhen geknackt habe, habe ich natürlich aufgeschrieben. Ist klar, mein Kurzzeitgedächtnis. Okay, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Jetzt gucken wir mal, was wir hier finden. Jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich das Artefakt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, ein edles Langschwert, ein silberner Ring. Und? Fuck. Kein Artefakt. Mist. Ja, super. Klasse. Ja, ich kann mir vorstellen, dass hier bestimmt jemand sagt, so von wegen, du, das dauert wieder ein bisschen ein Artefakt findest. Das ist nämlich ganz so anders. Nee, ist klar, ihr könnt das schreiben, wo das sich befinden könnte. Oder ich suche es einfach selber. Die Kommentare sind euch völlig frei überlassen. Jetzt schauen wir noch mal weiter. Wo sind wir denn hergekommen? Wir sind von hier gekommen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Können wir das feststellen? Ja, da hinten ist wieder eine Fangheuschrecke. Speichern. Oh, Artefakt. Ach, hier, Blaulichter. Blaulichter, Blauflieder. Kann man hier eigentlich hoch? Ich meine, hier? Ja, kann man. Schön. Waldbeere. Mensch, liegt denn hier nicht ein Artefakt rum für den Sockel? Ich glaube, das wird auch komplizierter sein. Ich will da nicht zu
zu sehr prognostizieren. Ich lasse mich, lass es auf mich zukommen. Ja. Na, wer ist der Erste? Du bist der Erste. Du kriegst halt erstes aufs Maul. Okay, das war schon. Zack, papp. Fangheuschrecken. Kopf. Hui. Hä? Also wie schon gesagt, von dem Design her klasse. Ich hätte es nicht besser machen können. Bin ja so ein Blender-Typ. Also das ist so ein 3D-Programm. Und da kenne ich mich auch nur so ein bisschen aus. Also sowas kann ich hier gar nicht. Ich will wissen, was es hier gibt. Nichts versteckt. Nichts versteckt. Das hier eine Sackgasse aus, oder was? Nicht unbedingt. Muss mal gucken, ob die Steine irgendwie so einen verdächtigen Aufstieg möglich machen. Da ging er zum Beispiel ganz alleine hoch. Das sieht aber nicht danach aus. Nee. Das sieht eher aus wie zugemüllt oder zugeschüttet. Ah ja. Dann haben wir hier noch einen verdächtigen Aufstieg. Der bestimmt nicht funktioniert. Nee, da komme ich nicht ran. Und da auch nicht. Da ist ein Baum, vielleicht kann ich an den hochklettern. Nee, bestimmt nicht. Geht ja nicht. Ich heiße ja nicht Tarzan, das ist hier Roland. Jo. Schlimm. Ja, hier waren wir ja. Da ist ja die Höhle gewesen. Ne? Wie habe ich hier was verpasst? Nee. Habe ich nicht. Oder? Nein. Kann ja sein. Okay. Das wird jetzt übel. Wie geht es weiter? Manchmal sehen mehrere Augen mehr als nur meine. Stopp. Nee. Da kommt's auch nicht. Hehe. Das heißt, so wie ich das hier mitkriege, muss ich doch in die Schlucht rein. In den Canyon. Hier geht's ja wieder zu dem Heinz hoch, hier unten zum See. Okay. In diesem Sinne, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. War eine ruhige Folge, war nicht so viel, oder? Außer ein paar Krokodile. Hier waren wir auch schon. Das haben wir auch schon gecheckt. Ja. Und dann hoffe ich mal auf ein paar Hinweise. Wegen des Sockels, wegen des Artefaktes. Vielleicht kann mir einer so einen leisen Hinweis geben und nicht so total, egal, ihr wisst, was ich meine. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen guten Tag und gucke mal, was es dann in der nächsten Folge gibt, nachdem wir hier mal runtergehen in die Schlucht. Tschüss!